Und damit, meine Freunde, ein recht herzliches Willkommen zurück hier in Kiao, in dem Provinzstädtchen Luoyang, wo wir uns mit, ja, wie heißt der, Yuan Shao treffen, um gegen Dong Zhuo eine Allianz zu schmieden. Wir werden jetzt eine Schnellreise hierhin porten, also via Schnellreise dorthin porten. Zu unserem Turm da. Ich weiß nicht, wann ich den mal freigespielt habe. Keine Ahnung. Auf jeden Fall freue ich mich gerade, dass dem so ist. Und jetzt können wir mal kurz nach Guandu reisen. Kann man so sagen. Und das wird lustig. Ja, im letzten Part haben wir uns gegen Lubu gestellt und der war nicht gerade beeindruckt von unseren Schlägen, aber er hat dennoch Unmengen an Damage kassiert, weil er eben unter unserem Level war. Glaube ich zumindest noch zu wissen. Und ja, Freunde. Jetzt haben wir ein heftiges Problem am Dampfen, würde ich sagen. Denn wir können keine anderen Charaktere nehmen, die mich jetzt interessieren. Ich könnte zwar für euch irgendwelche Charaktere nehmen, aber alte Dynasty Fans werden nicht gerade momentan erfreut sein mit denen, die wir gerade zur Verfügung haben. Sorry. Hey! Also Xiao Dun. Also dich würde ich ja schon ganz gerne nehmen, Xiao, aber naja, Freundchen. Bist nicht gerade mein Favorit mehr. In Teil 4 warst du ein Favorit, aber später wurdest du für mich nur ein Klotz am Bein. Allgemein, Wei ist ein bisschen scheiße, kann man einfach dazu sagen. Aber egal. Hä? Ach so. Hier lang, oder? Ist das Guandu? Okay. Dann könnte ich jetzt eigentlich das entfernen. Wir sind jetzt in Guandu also angekommen. Wobei ich sagen muss, Guandu war für mich eher eine Map und nicht irgendwie nur so ein Vordörfchen oder so. Sehe dein Blatt wieder. Mit dem Pferd ist es ein bisschen problematischer, Zeug einzusammeln, ne? Oh Gott, und das Pferd kann nicht mal springen wie früher. Sprung doch, R2. Doch, kann es. Sehr gut. Zum Glück kann ich einfach durch die Prärie durch hier. Das heißt, irgendwas ist gefährlich hier durch. Ich sag mal, nee, ich glaube kaum. Gibt es eigentlich hier noch Untermission? Klar. Okay, dann machen wir das erst gegen Ende. Ja, genau, jetzt kann ich. Hä? Die wollen mir nicht sagen, dass die da jetzt irgendwie was reißen da. Die Vandalen besiegen. Okay. Ah, ich dachte, ich könnte jetzt einfach mal hinreisen, aber nein. Oh. Wir haben gewonnen. Wow. Ein Lager mehr.
Ich komme einfach immer noch nicht drauf klar, dass Diamanten und Eisen am Boden wachsen. Definitiv komme ich nicht drauf klar. Warum mit Yuan Shao treffen? Hä? Darf ich kurz schnell reisen? Was zum Geier? Was heißt hier berühren? Hier sollte jemand stehen, ne? Das ist ja ganz buggy, ey. Ich bin doch nur kurz dran vorbeigekommen hier. Ja, ich hab für dich Zeit. So, und wo sind jetzt die Attentäter? Da hinten. Auch okay. Kein Problem. Oh Gott, Brigade, General. So, Attentäter, du kommst hier direkt ran. So. Sorry, aber ich habe keinen Bock auf euch. So. Das war's, würde ich sagen. Was kämpft ihr hier hinten noch? Sorry, alle drei weg. Tut mir sorry. Ja, explodierende Pfeile wären cool. Aber okay. Dann machen wir das eben so, ist mir eigentlich auch egal. Wir porten uns von A nach B. Weil ich so besiegen und den Sperreinheit anführt. Okay. Und wo ist der Kollege? Da vorne schon. Interessant. Oh, mein Freund, ich würde rennen. Und es wird schon dunkel und Nacht und überhaupt. Tja, scheiße, ne? Und genau deswegen wollte ich Kaukau mitnehmen, ne? Als Charakter. Weil er einfach unglaublich coole Sachen hat. Als Moves. So, nächster bitte. Direkt dorthin. Reden. Alle verräterischen Einheiten besiegen, kein Problem. Sag mir nur, in welche Richtung man gehen muss und ich töte die. Da hinten. Wenn das alles ist, was ihr wollt, kein Problem. Hallöchen! Okay. Wenn ihr unbedingt sterben wollt.
Alle könnt, also ihr könnt alle gerne kommen, ist kein Problem. Sorry, Xiaodun und so, ihr kriegt hier gar nichts mehr zu tun praktisch. Die Performance hier ist äußerlich nicht gerade cool, aber wir machen das Beste raus. Und bezwingen alle Gegner. So, soll mir jetzt noch einer sagen, wir hätten hier nicht aufgeräumt. So, Waffenruhe mit Dongsuo. So, ist mir jetzt egal, jetzt porten wir uns dorthin. Zum Glück können wir das. Nie wieder solche langen Reisewege. Oder doch? War klar, dass wir nicht direkt zu ihm kommen können. Aber gut. Hauptmissionchen müssen wir also noch laufen. Alles Nebengedöns kann man porten. Merken wir uns das. Da haben wir ein Lagerfeuer, was wir jetzt à la Horizon Zero Dawn aufgefunden haben und wo wir jetzt auch hinreisen können, wann immer wir wollen. Hä? Ach so. Hi, ihr kleinen Knirche, gelben Turbane. Sorry. Wie viel Leben ihr wieder habt? Wie bitte? Level 35 und so? Was sind das für Pfeifen da unten? Warum sind die so mächtig, Ah, klar. Ja, klar. Ja, klar. Ist nur zwei Level über mir, aber ist so mächtig. Ja, ist immerhin besiegt. Genau. Level 32 haben mich gerade, Level 22 haben mich gerade sowas von in den Arsch gebumst. Das war nicht gerade feierlich. Ah, gut, da sind die wieder. Die guten Knirche. So. So, danke schön. Darf ich mal bitte? Du bist weg. Todesstöße sind schon was Nices. Weil da sind praktisch jeder Gegner einfach mal tot. Komm schon, und jetzt zeig mal, was du kannst. So, komm. Ich erwarte was von dir. Nachdem du schon mit deinen Brüdern so auf die Kacke gehauen hast. Ich hätte ihn, glaube ich, jetzt finishen können, ne? Das ist jetzt nur noch ein Balken, ne? So, weg.
Jetzt kümmern wir uns um euch. Das ist der Obermacker hier. Keine Ahnung. Dankeschön. Die Methoden der Sima erhalten und ein bisschen Gold. Okay. War auf jeden Fall eine große Tat, die wir gerade verbracht haben. Kao Hong ist da unten. Okay, interessant. Tropfstein. Interessant. Na, Ort entdeckt. Das wird lustig. Ja, klar, ich wollte immer nur da durch. Und dann springt er von der Mauer ab. Waffenruf der Koalition gegen Dong Su. Und fast Level 21. Solange man überall gefertigt werden kann. Ah, okay. このままでは、死水艦の突破は困難との よもや自分が名手になれなかったからと、へそを曲げているのではあるまいな。あるいは勝手な算段で兵糧を出し渋っているか。炎章殿、別件ではありますが、董卓軍が近隣の村で略奪を働いているそうです。我ら連合軍に村から救援要請が来ておりますが、今はそのような差事にかまけている場合ではない。 では、私たちが村の救援に参りましょう。ん？お前たちはどこの部隊であったか。まあよい。見たところ小勢、体制には響くまい。村の救援はお前たちに任せよう。我が連合軍の先兵として民を救ってくるがいい。 お主ら、公金討伐の折も、義勇兵として参じておったな。これは曹操殿。その説はお世話になりました。民を救いたいというその志は立派。だがそれは今、たまたま生じた状況に過ぎぬ。目指すところ、欲するものは他にあるはずだ。お主がこの戦に加わった理由は何だ？ よもや、玉坂を襲われる村を救うために連合軍に加わったわけではあるまい。曹操殿のおっしゃる通りです。私はこの戦で名を上げ、力を得たいのです。より多くの民を救えるようになるために。ですが、これが私の性分なのでしょう。目の前で苦しむ民を放ってはおけません。では、 急ぎますゆえ、これにて。変わった連中だ。炎章は村の惨状をサジと言った。だがあの男、劉備はそのサジのために走った。
盗賊を討ち、悪政の元凶を断つこと、役立つになく村の民草を救うこと、人々が望むのは果たしてどちらであろうな。ふん、さあな。だが目先のことで振り回されてはたまらん。毛徳、お前は対局を見て進むのだろうな。ふん、その通りだ。 わしらはただ目指すところを成し遂げるのみよ。じゃあ行きましょうや、殿。みんなとのの号令を待ってます。うん、わかった。目指すは洛陽。漢族盗賊を討ち、監視の意向を取り戻すのだ。Definitiv. Luoyang. Okay. Sichui-Tor erobern. Level 34, wie soll man da? Ah, okay, wir gehen mal zuerst zum Sichui-Tor. Na, ganz straight. Und holen uns unser Level ab. Schnauze, ohne Spaß. Machen wir schon im Alleingang. Was übt ihr da? Ach, Lu Bu wird wieder kommen, ne? Sorry. Hört auf, die Balliste zu töten, ja. So. Alle Abmarsch hier. Sonst setzt's was in your face, mein Freund. Ja, ja, ich komm schon. Ja, ich kann gerade nichts machen, Mann. Richtig. Ja, super. Und ich muss jetzt die Unteroffiziere zuerst mal killen. So. Das geht aufs 12er Pressbrett. Wo kommt ihr denn alle her? Wo kommt ihr bitte schon alle her? Ja, ach du Heiligsblechle, wie viel seid ihr denn hier? Haha. Hey, Zhang Shi, bekommst du auch schon Dresche?
Level up und ich bin wieder full life. Scheiße, ne? Du kannst deine Truppen gleich wieder abziehen. So liebe ich doch das. Feuerpfeile, da haben wir sonst noch irgendwas. Dann gehen wir hier mal kurz nach oben. Enterhaken. Jetzt löschen wir mal die Pfeilbögen-Idioten aus, die sowieso nichts können. Hä? Ne, hier! Hier unten ist er! Der Trojaner! Ah ja, komm! Tut weh, ne? Quarks Jungen besiegen. Da ist er ja schon. Ja, Quarks Jungen braucht definitiv Hilfe. Weil der ist gleich tot. Nicht nur viel stärker wir sind, um 100-faches stärker als ihr. Scheiße, ne? Dann gehen wir jetzt das Dorf bewachen, wenn wir diese Untermission schon freigespielt haben. Okay. Kein Problem, ist für mich Trainingseinheit. Sorry. Einer nach dem anderen fällt. Wer hat mich hier runtergehauen? Sorry. Welche Truppen? Tut mir sorry, aber ihr seid schwach, Naku. Gerne doch. Aha. So. Oh Gott. Warum kommen hier denn so viele? Nifu besiegen oder was? Wer ist Nifu hier? Da hinten. Ach, komm schon. Mit dir mache ich nicht lange. Also mit dir fackel ich nicht lange, mein Freund. So, weg. Das war noch nicht mal viel, Mann. Das war noch normal. Das war nur eine normale Kombo.
Wenn ich dich schon aus dem Latschen hau, dann tut mir leid. Dann hast du nichts auf dem Schlachtfeld verloren. So, weg. Dankeschön. Nein, eigentlich bin ich nur da, um Liu Bei zu helfen. So, das ist wieder beendet. Wer ist diesmal hier? Darf ich mal kurz? Da peste ich. Das hat nichts Nobles an sich. Ich war einfach gerade auf dem Weg, mich zu trainieren und war hier gerade, um Liu Bei zu beschützen. So, sonst noch irgendjemand? Gut, hätten wir geschafft. Jetzt auf zum Hulao-Tor. Das wird jetzt lustig, das Hulao-Tor. Zuerst zum Sishui-Tor und dann das Hulao-Tor, ja. Ich kann leider nicht darüber direkt. Sonst hätte ich das direkt gemacht. Konnte ich nicht eigentlich schnell reisen hier durch? Ich glaube nicht, ne? Aber da ging es doch mal mit dem Weg durch. Keine Ahnung, was da passiert ist. Ich gehe mal einfach da lang. Ist ja halb so wild. Wir sind jetzt ja die meiste Zeit auch geportet. Rastung Sao hat Fan Fu besiegt. Ist doch einer von uns gewesen. Lubu. Okay. Wir hauen mal die Brigadenarmee kaputt. Noch gerade. So, weg. Und jetzt gehen wir hier weiter. Ganz straight. Haben wir es mal geschafft, hier lang zu kommen, ohne irgendwelche Beschwerden oder so? Euer Ernst gerade. Ich hab keinen Nerv für euch gerade. Sorry. Na klar, mache ich das. Kann ich mich schon hier vorne hinporten?
Nein. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe mich einfach zurückgeportet, ich Vollpfosten. Ach, da vorne sind sie noch am Kämpfen, ne? Kann es sein? Weswegen ich auch nicht dorthin porten kann. Das Einzige, was ich abkürzen kann, ist so. Ja. Wunderbar, aber. Ja, die sind am Kämpfen. Kein Problem. So, es ist richtig. Alle abrennen, bitte. Und dann hoch mit euch und sterben. Euer Ernst gerade. Habt ihr jetzt nicht gerade gemacht, ne? So, und dann mache ich den da einmal und dann. Okay, dann mache ich den da. So. Okay. Hey, so fail you bay und so. Sorry. Alle müssen einmal sterben. Das dachte ich mir. Hi, Lubu. Er auf dem geilsten Ross. Roter Hase, auch genannt. Oder auch Feuersturm genannt. Feuersturm passt besser. Bist du behindert? Der zerpflügt dich, mein Kollege. Ja, gegen den habt ihr keine Chance, keine Sonne und so. Da muss schon ich vorbeikommen. Oh. Komm ich dorthin? Oh Gott, ich bin so ein Mongo. Tut mir leid, aber ich muss dahin. Hallo? Ulautor erobern. Hm?
Ich muss gegen Lu Bu antreten. Oh Gott, wie komme ich jetzt? Bis unten, Lu Bu. Nicht. Ich möchte einfach zu Lu Bu, mehr nicht. Oh Gott, ich krieg zu viel, ne? この砦には兵糧や資材が置かれている。兄者、家計を仕掛けてみてはいかがか。なるほど。 Kleiner Fun Fact, wenn ich glaube ich jetzt Diochan kille, wird Lu Bu noch stärker. So, das wird ordentlich wehtun, Diochan. Was ist jetzt hin mit ihrem Item? Ist es irgendwie durch die Mauer geglitscht, irgendwie so? Ja, ich wusste es, er dreht durch. Ich wusste es, dass er durchdreht. Aber so macht doch auch viel mehr Fun, wenn er zornig ist. Ich will sagen, ja, also sagen wir auch killen, ja. So. Aber warum seid ihr nur Level 12? Da seid ihr so auch schon mächtig, weil ihr einfach ultra viel aushaltet, aber. Sorry, Level up. Ich bin nicht nur mutig, ich bin dein scheiß oberster Killer, ey. Klar, du kannst mich einfach mal so, kleine Fun Fact, Diochan und Lu Bu lieben sich. Nur so mal am Rande, wer es jetzt immer noch nicht geschnallt hat. Deswegen, Lu Bu auch so durchdreht. Ey, könnte ich mal... Der kann einfach alles blocken, ey. Zum Glück, er ist nicht mehr so aufgepowert, ne?
Ach, zu früh gefreut. Kann ich da mal anvisieren? Ja, klar. Guckt euch den Damage an und der ist nur Level 12, ne? So. Das war gut ausgewichen. So. Weg, Lubu. Das ist ein bisschen zu OP, muss ich sagen. Lubu ist weg. Das heißt, ich kann mich jetzt auch entfernen. Von dem Müll. Ja, ja. Schnauze, Lubu, sonst klatscht's im Karton. Puh. Ja, ja, Konan, der Mädchen aus der Verteidigungstruppe erreicht den Zielort. Und wo? Hab ich schon. Sorry. So, jetzt machen wir das mal auf diese Art und Weise. Okay, alle. Dein Ernst gerade? Welche Banditen? Ja klar, und dann triffst du nicht mal. Was ist denn das für ein Scheiß? So, das läuft. Jungs, aber wie viele denn das sind, Oh Gott im Himmel, So. Na, haut jetzt alle ab. Sehr schön. Haben wir gut hingedeichselt. Ich muss immer noch als erstes ankommen und direkt mal auseinanderpflügen hier. Was
武士こそが真の三国無双よ。 Ich gehe mal da hoch, weil dann habe ich noch einen Aussichtspunkt mehr. Oh, cool. Yatta! Mujin Mura ni touchaku dekimashita. Anata ni wa Gerne doch. Bevor wir jetzt da weitermachen, gehen wir jetzt noch hier hin, auf zu den anderen Missionen, um noch ein bisschen zu leveln. Kaiyong besiegen und Schwerteinheit. Okay. Wo ist der? Mit seiner Elite-Schwerteinheit. Da vorne, ne? Kein Problem. Das müsst ihr mir nur einmal sagen. Na? Direkt so angreifen, dann hier so auseinandernehmen und weg. Also das Spiel macht mir immer mehr Freude. Der Heiligsblechlet, das ist ja nur eine Stufe 14er Mission. Die hätte ich ganz zu Anfang machen können. So. Oh. Das da drüben. So, kein Problem. So, danke schön. Wir haben schon über 1000 Kills, ne? Also hier gibt es insgesamt 3 Typen, die ich umlegen muss. So, einfach nur wieder hoch in die Luft, weil da die mehr Damage kriegen. Und auch hier wieder. So. Spielt keine Rolle. Da muss ich einen Finisher tätigen. So, mach ich das gleich so. Das sind die äußerst gelassenen Kombos von Cao Cao. Und ich bin Level 23. Easy going. Yangfang, das wird auch so eine Nummer, die innerhalb von Sekunden down sein wird. Ja,
Würde ich auch mal so sagen. Heute schaffen wir ganz schön viel in einer Stunde, ne? Das muss doch gefeiert werden. In Form von seinem Untergang. Sorry. Weg mit dir. Ja, rennt. Tja, so einfach geht's mit euch, kleinen Wichser. Ich besiege einen nach dem anderen. Sorry. Das war der erste Offizier. Dann gehen wir hier zum zweiten Offizier. Sorry, geh weg. Mit euch spiele ich hier nicht lange rum. So. Das war äußerst übel. Sorry, du, heute nicht. Heute geht jeder seines Weges und das am besten in euren eigenen Tod. Okay, machen wir das so bei dem. So. Tut mir leid, ihr müsst alle sterben. Das geht irgendwie gar nicht. Aber gut. Gehen wir jetzt zu Mamidi. So einfach geht es. Na, wer will noch? Wer hat noch nicht? Ah, ich sollte vielleicht zuerst mal mit dem sprechen wieder. So, verzweifelte Einheit bezwingen. Und wo ist die? Bringen wir sie direkt um, bevor sie sich selbst umbringen? Das ist auch mal eine nette Idee. Okay. Wie können die noch leben nach so einer Ulti? Kleiner Fun Fact hier gerade. Junge, du läufst hier nicht weiter. So, weg.
Ganz einfach gewesen eigentlich. Wieder mal. Was ist denn das jetzt, was hier noch so am rumgurken ist? Meine Herren, da kommt ja immer wieder mehr. Ich möchte doch endlich Dong Su in den Arsch treten. Ah, Hu Feng. So. Welche Transporteinheit? Wo ist die? Da hinten. So. Alle weg. Da hat's aber noch einen. Okay. Das wäre es auch gewesen. Dann geht es jetzt zur Schlucht. Durchbricht die Schlucht. Wie komme ich da hin am besten? Ich muss von der Seite aus gehen, sonst kann ich es vergessen. Danke. Wird mir sogar richtig angezeigt. Kann ich nicht hier direkt durch? Also ich weiß, dass ich hier noch auf Krieger treffen werde, aber trotzdem. Das sind meine Leute. Nord entdeckt. Sehr schön. Schade, konnte ich da nicht hinporten. Jetzt haben wir schon eine Stunde wieder geplayt. Das wird lustig. Ach, kommt schon. Ernst gerade. Sorry. So einfach funktioniert es bei uns. Und wir haben etwas mehr eingenommen. Also wie findet ihr eigentlich das Spiel, Freunde? Also ich genieße es so ziemlich. Vielleicht war es zum Zuschauen weniger Fun, aber wenn man mal so richtig drinnen verwickelt ist, dann feiert man das Game ohne Wenn und Aber. Und zum Glück habe ich beim Hulao-Tor schon ein bisschen vorgemetzelt, weil... Ja, Sang Liao wäre schon ein bisschen die Tick hart geworden. Ja.
Aber ich finde es besser, dass wir nicht mehr, wie soll ich sagen, so eine Zeitbegrenzung haben. Zumindest hatte ich keine gesehen. Na? Vorräte der Basis entdeckt. Interessant. Das ist für mich keine Basis, aber cool. Na? Diamanten am Boden. Wie gesagt, die kommen darauf immer noch nicht klar. Ja, gut. Da fangen wir mal an mit Rasieren. Level 24, sehr schön. So, es reicht. So, das war's im Endeffekt auch mit dieser Region. Ich freue mich, wenn ich Lubu spielen darf, definitiv. Dann wird richtig abgeräumt. Aber den darf ich sicher erst spielen, wenn ich wirklich, wie soll ich sagen, alle drei Reiche mal gespielt habe. Das wird unschön, aber egal. Oh Mann, habt ihr das immer noch nicht? Euer Ernst gerade. So. Das war's. Topaz-Diadem. Klar haben wir das Gebiet erobert. Was habt ihr denn gedacht? Dass wir hier nur halbe Sachen machen? Ich glaube kaum. Was für eine wichtige Basis erobert. Okay. Dann halt auch noch ihr kleinen Trojaner. Fenhu. Oder Fanhu. Ciao, Fanhu. Kaiyong, du bist als nächstes dran. Die anderen sind nicht so wichtig wie du. Sorry. Kao Xing. So. Und dann richtig vernichten. Das war's.
Dann mache ich das jetzt noch so. Und rasiere mal einfach mal durch die Masse durch. Na, wer ist hier am Gewinnen oder so? Scheinbar ich, weil ich da gerade aufräumen komme. Dabei spiele ich noch mit euch, na? Immer so am Rande. Wir haben schon fast 2000 Gegner gelegt. Das ist ja heftig. Also ich weiß ja nicht, also ich finde es krass, so viel zu legen, aber ey. Das ist halt Dynasty Warriors. Früher war 1000 extrem viel und heute machst du 10.000 ohne Probleme. Ach doch. Ah, ihr kommt jetzt auch, oder wie? Zum Glück bin ich schon beim Hulao-Tor gewesen. Ach. Jetzt haben wir wieder solche Probleme, ne? Ich glaube, so schnell gehen wir noch nicht zu Dongsuo. So. Alle feindlichen. Was? Einfach eine Verstärkung besiegen. Okay. Da kommen sie schon. Kein Problem. Das war's mit denen. Und jetzt kommen die restlichen kleinen Bastarde dran. Ganz easy, fresh und straight. Na? Ohne einen Dava. So. Übernehmen, so. Ah, hör auf. Das wollte ich jetzt so nicht. Und das war's jetzt schon. Okay. Interessant. Schon wieder Selbstmordeinheiten? Das ist ja lächerlich. Die bringen sich heute ein bisschen zu viel um. Hier an mir kommt keiner vorbei.
So. Einfach mal auf die 12 Pillen. Sorry. Und da rumliegende werden auch von diesem Todesstoß getroffen. Boah, wie schnell ich war. Das war sowas von geil. Tschüssi. Okay, mach das so. Warte mal. So. Warum der keinen Wank gemacht hat, keine Ahnung. Warum der, den man nicht staggern konnte. Immerhin. Dahin komme ich gar nicht. Dahin ebenfalls nicht. Hier hin bitte. Jetzt können wir zu dem Oberbefehlshaber Dong Suo. Und werden sicher noch Level 25 erreichen, bevor wir überhaupt bei ihm richtig angekommen sind. Außer wir rennen straight durch. Aber das machen wir nicht. Wir besiegen überall die Rettungshauptmänner, damit die anderen leichter durchkommen. Sorry. Geht mal weg. Ja, jetzt könnt ihr alle kommen. Machen wir gleich. Die kommen jetzt zu Hilfe, weil wir ihnen helfen gingen, ne? Ich lösche zuerst noch die aus. Zuerst machen wir den da oben. Würde ich sagen. Solange wir noch Zeit haben, machen wir das. Die Angriffseinheit besiegen. Gerne doch. Wenn die unbedingt wollen. Gibt wieder ein Level up. Okay. Einfach mal durchsäbeln. Ah, cool. Noch einmal. Einmal mitten durch die Rasse durch hier. Und Level 25 erreicht.
Ja, definitiv, Mann. So. Das war's auch. Mit dem ganzen Gerümpel hier. Sicher. Sekundäreinheit besiegen. Was soll das heißen? Suling und Kei Binning. Oder wie der heißt. Okay, besiegen wir die beiden gleich. In einem Atemzug, würde ich sagen. Gar nicht erst mit den anderen Flachpfeifen anlegen. Auch wenn wir das locker könnten. Also alle Hauptoffiziere da. So. Ja, definitiv war das ein Spektakel. Würde ich einfach auch mal so sagen. Ist die Stimme zu laut? Kann das sein? So. Ist jetzt besser, Wanda? Ich hoffe es. Tut mir leid, falls ich die ganze Zeit zu leise war. Aber immerhin hattet ihr gutes Gameplay, ne? Ich hoffe. So. Tut mir leid für die ewigen Pausen, aber ich wäre jetzt noch da hochgerannt, aber ich habe gerade jetzt noch gesehen, dass wir hier noch was zu erledigen haben. So. Überspringen bitte. Verräter bezwingen. Und wo? Kommen die eigentlich jetzt immer wieder solche Missionen zum Leveln oder gibt's nur gerade storybedingt zu viel? Einmal mal durchrasen. Und dann einmal bitte, kommt mal her. Dann können wir das noch einmal machen, wenn uns gerade das beliebt. So. So, weg. Tschüssi. Das war's damit. Und was kommt jetzt hier noch für eine Mission zum Vorschein? Das ist ein bisschen kriddelig. Der Yang Feng besiegen. Haben wir den nicht schon mal besiegt? Die klingen auch immer alle gleich, ne? Ja.
So, weg. Darf ich jetzt bitte? Oh. Okay. Interessant. Das ist wirklich wahrscheinlich nur zum Leveln da, ne? Aber immerhin, wir haben es geschafft. Wir haben so ziemlich jeden Mist da drin erledigt. Jetzt noch was. Nö. Alles ist okay. Oder wir gehen direkt hier rein. Also gut, machen wir das so. Ja, seid ihr jetzt auch da oder bin ich der Einzige? Hey, Guozi. Dich nehme ich doch mal schnell kurz aufs Korn. Okay. Song Xian. Okay, machen wir das so. Es ist so geil, über die Dächer hier zu rennen. Komm, wir helfen denen mal kurz. Sangba, ich wusste, die werden hier noch aufgehalten. So.
将来を嘱望される逸材よ。Na bitte. Was übt ihr da drinnen noch? Ist das gar nicht das Ding, oder? Doch, ist es. Bringt zwar, glaube ich, jetzt nichts mehr, aber ey, egal. Warum sind meine Kommandanten dort? Muss man euch noch helfen oder wie? Bitte nicht. Doch, muss man, weil ihr zu dämlich seid, um geradeaus zu gehen. Ne? Unterstützungsgruppe hier, Mann. Das sind für mich keine Truppen, das sind für mich Laufburschen, die man einfach verprügeln kann. Tschüss. So, weg. Könnt ihr jetzt mal rein? Vielen lieben Dank. Machen wir das eben so. Ach Gottchen. So, Dankeschön. Und jetzt, wenn ich jetzt noch einen sehe, der nicht hier reinkommt, dann sehe ich mich gezwungen durchzudrehen. Das nur dezent. Dann habt ihr einen schlimmeren Gegner als Lubu. Nur mal so am Rande beigemerkt. Dein Ernst gerade. Okay, machen wir das so. Wenn es nicht anders geht, muss man halt improvisieren. Ja.
ちの攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。Du musst mir jetzt nicht sagen, dass ich hier nicht mehr hochkomme. Doch komme ich. Jetzt wird's lustig. Warum haben die dort drüben so lange? Mach ich's halt mit Enterhaken. Auch okay. Welche Idioten halten euch denn auf da? So. Sun Qian, jetzt will ich, dass du mal weitergehst. Dankeschön. Oh Gott, ich krieg zu viel. So einfach könnte es teilweise sein. Huang Gai? Oder was bist du? Seit wann schmeißt du nicht mehr deine Bömpchen? Ne? Wäre jetzt zu geil gewesen noch. Es ist einfach wieder mal ein Massaker, ne? Ach du Scheiße. Der erste, der Dongsuo betritt, bin ich, mein Freund. Geh weg. Oder was ich sag, der Dongsuo einen in den Arsch klatscht, bin ich. Nix da. この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。はい、ドンスウォー。わしの前に立つか、ならば死ねえ。Ich wage mich nicht nur hierher. Ich töte dich und deine ganzen Leute hier. Jeder, der dich verteidigt, hat nicht die Wertvorstellung, hier leben zu dürfen, ne? So, weg mit dir.
Hier kommt ein bisschen zu spät, ne? Ich habe ihn alleine zerlegt.親子の契りを破り恩をあだで返すか。親子と、笑わせるな。貴様はここで終わりだ。己右爪、貴様がたぶらかしおったか。 Lobo hat tatsächlich mit Dong Suo kurz einen Prozess gemacht. Wie geil. Was hat jetzt Yuan Shao? Ist er am Durchdrehen, weil er Dong Suo nicht selbst gekillt hat, oder wie? Hey, Gyokuji wa mada mitsukaranu ka? Mikado ga Izuko ni owashimasuka sadaka de nai ima. かの宝は官室の中心たる私が護持せねばならん。何としても探し出すのだ。 飾り物が何を偉そうに。董卓は死に帝もおらぬのでは、 もはや楽ようにいても意味はあるまい。天下は董卓の死でさらに混乱しておる。今こそ慶州と江東をわしのものとする好機よ。見ておれ。最後に笑うのは本所ではなく、明族遠家の本流たるこのわしよ。 帝位の証である玉璽が失われたらしいぞ。なあ、もし玉璽を手に入れることができたら、それは俺が帝になれるってことか。何をくだらんことを言っている。帰るぞ。これ以上炎章の相手をしても無駄だ。この調子ではいずれまた返事が起きるだろう。董卓は黄金の宝器隠語の天下を乱世たらしめた。だが、 奴は元凶ではなく、ただの契機に過ぎぬか。もはや官室に移行あれと力はなし。この乱世を鎮めるには、新たなものが
新たな断りを敷かねばならぬ。だが力ある者の多くはそこに思い至らず、今の世に己の欲を満たさんとするばかり。奴らに任せていては混迷は深まる一方か。ならば。曹操殿、軍を動かす用意が整いました。どちらへ向かわれますかな。巨匠へ行く。今のわしにはより多くの力が必要だ。董卓暗殺は呂布殿に阻まれ失敗。袁紹を利用した連合軍も董卓の討伐はならず。結局のところ、長安遷都の混乱に乗じ董卓を討ったのは呂布殿。これでは曹操は手間をかけ呂布殿に花を持たせたも同じ。なんとも情けない。このような成果しか挙げられぬものが軍友争う中で本懐を遂げられようか。何より私の体毛も。はい。Oh yeah, die O-Chan, die ist so eine heiße Frau da, ne? Und Lu, wenn wir schon von dem Oberknecht sprechen, ne? Johann, schau, geh weg, ja klar. Dann weiß ich, was wir als nächstes spielen. Definitiv. Ist das geil. 袁紹を名士とした反董卓連合軍は董卓軍に勝利。連合は解散し、諸侯はそれぞれ帰るべき地へと去っていく。一方、長安へ逃れた董卓は呂布の裏切りに遭い、あえなく討たれた。世が混迷を極める中、各地へ散った軍友たちが動き始める。はじめに頭角を現したのは名門袁家の袁紹と袁術である。二人は力を競ってしのぎを削り、対立は激化。諸侯もそのどちらかにつき二大派閥を形成していった。だが派閥に属す者たちも胸の内には違った思惑を秘めている。それぞれが己の野望を果たすため動き出そうとしていた。Jetzt kommen wir wahrscheinlich, wo wir zum ersten Mal gegen Wei oder eben nee, gegen Wu oder Shu antreten müssen. Das ist kontraproduktiv, aber egal. Yoshi wa Tanochi ni kurabe arehateta hatake ga metatsu na. Hai. Kikeba青州にいる黄金の残党がこの付近で暴れているとか。その恐怖と不安で畑仕事もままならないと。痛ましい話ですね。ところで孟徳よ、なぜ巨匠なのだ。お前が本拠とするのに適しているとも思えんが。余州は多くの祭祀を排出する地。貨幣の我らが諸侯と並ぶにはその英知が必要よ。突然の非礼ご容赦ください。そちらは曹操殿とお見受けしますが。いかにも。お主は。お初にお目にかかります。私は各方向。そしてこちらは純文尺と申します。我ら二人曹操殿の到着をお待ちしていました。
ほう、わしがここへ来ると分かっていたと。曹操殿が乱世に立つにあたり、まず欲するは最地ならば、名士の多い巨匠に行かれるはず。そう確信し、ここでお待ち申し上げた次第です。はあ、すべてお見通しってか。頭の回るやつってのは恐ろしいもんだな。各家に順一家、その名は知っておる。お主ら再起の師と会えたことを嬉しく思う。世に新たな断りを敷くため、わしに力を貸してほしい。純文弱、微力ながら尽くします。私たちだけではありません。他にも再起間髪な者らを巨匠に集めています。きっと皆曹操殿の頼もしい味方となるでしょう。Okay, wir sind in Kapitel 3, Beginn der Heilung. Training mit der Speereinheit, beschädigt Hirschfell sammeln. Aha. Okay. Wir speichern zuallererst mal. Dann gehen wir raus. Und das war's dann auch schon für heute, meine Freunde, mit Dynasty Warriors 9. Heute war eine lange Folge. 2 Stunden, Freunde. Definitiv geil. Aber andere. Unterdrückung der gelben Torbahne. Oh Gott, das ist genau dasselbe in grün, nur andere Sichtweisen. Ne? Ja gut, dann würde ich sagen. Oh Gott, ich muss Dong Suo nehmen hier. Was sind Chin, Wer ist die Chin-Fraktion, Kai Wenji, Zenji, hey, Zenji kommt schon bald und sang, hä? Geil. Pang De, oh yeah. Wuxia, Yu Qin, Xun Yu, Man Chong, Xun Yu. Und wann kommt Sima Yi? Ah, das steht noch nicht fest, ne? Die 3 erschütterten Reiche. Okay. Das wird ein Spaß. Und dann darf ich hier erst Lu Bu spielen. Aber dann werde ich hier Zhang Xiao spielen. Ganz im Ernst. Für die erste Rolle hier. Und dann gehen wir hier rüber zu Kapitel 2 direkt. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel Kapitel 2 machen wollen würde. Was passiert eigentlich dann mit der Geschichte hier? Ich mache das jetzt noch nicht, weil ich nicht weiß, was passieren würde, meine Freunde. Auf jeden Fall können wir jetzt Lu Bu spielen. Dann müssen wir nicht zuerst alle 3 Reiche spielen, bevor wir den spielen können. Weil das war früher so, dass man zuerst Wu, Wei und Shu spielen musste, bevor man dann, bevor man dann Lu Bu freigespielt hat und überhaupt seine Story sehen konnte. Und das war auch schon früher so, dass man einfach nur so die Geschichten immer wieder von vorne erleben durfte. Halt einfach von einem anderen Standpunkt aus. Wenn ihr da dabei sein wollt, seid ihr auf jeden Fall herzlich eingeladen.
Also das mache ich dann auch, aber nur mit den anderen in Form von ich rush durch, Freunde. Dann werde ich nicht noch Nebenmissionen machen, dann werde ich einfach nur noch die Hauptmission machen und voll durchsausen, ne? Außer wenn ich trainieren muss, aber dann werde ich offscreen trainieren und dann werdet ihr nur noch die Storyline sehen. Also von daher, tüdelü.